Jo, meine Freunde, willkommen zu einer Mitte wieder auf jeden Fall. Wie ihr schon am Titel lesen könnt, ich und meine Freundin haben Schluss gemacht, beziehungsweise ich bin Single. Ich wollte euch erstmal erzählen, warum ich überhaupt Single bin und meine Freundin oder ich Schluss gemacht haben. Und das wird einer der emotionalsten Videos auf meinem Kanal. Wirklich, Leute, es ist richtig heftig krass, weil ich bin einfach innerlich so richtig verletzt. Erstmal, warum habe ich und meine Freundin Schluss gemacht? So, ihr wisst ja, ich und meine Freundin, beziehungsweise meine Freundin hatte eine Hatewelle unter den Kommentaren. Die haben die als hässlich beleidigt, als richtig Schimpfwörter, die halt richtig übertrieben waren, so wisst ihr, was ich meine? Und es entstanden auch Gerüchte auf Snapchat, Instagram und es hat sie einfach richtig heftig interessiert. Deswegen haben wir uns dann gestritten und dann haben wir Schluss gemacht und das alles wegen den ganzen Hatern. Was machst du hier? Was machst du hier? Warte. Nein, ich sehe sie gerade gar nicht. Auf jeden Fall, es ist ja vorbei mit meiner Freundin. Natürlich nicht, Leute, Mann. Wir werden heute die Hater-Kommentare vorlesen. Kommentieren. Ja, kommentieren ist egal. Und weil es sind einfach so viele Hater-Kommentare, die uns beleidigen. Deswegen dachte ich mir mal nur so, gehen wir mal die Hater auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit und lesen die jetzt mal vor und kommentieren die. Nein, nein, ich hab nicht angemacht. Das riecht man, natürlich hast du. Bei Gott hab ich nicht. Man riecht meine Haare verbrannt. Ja, es ist vorbei, jetzt geht mal bitte. Halt es weg, Ali. Ja, Junge, kackt euch nicht rein. Ja, dann mach ich weiter. Really, nigga? So, das Ding ist, ich wollte darauf eingehen, weil es einfach viele waren in den ganzen anderen Videos, beziehungsweise Geschenke. Geschenke-Video, Pranks, einfach überall sind einfach Hater-Kommentare, meistens gegen dich, so, weißt du? Weil wenn ich so einzelne Videos mache, sind da ja keine Hater-Kommentare, weil die haten ja sozusagen dich. Und deswegen, Sina, ich jetzt mal ein bisschen beschützen und wir gehen jetzt mal direkt darauf ein. Erstmal geht's um das Geschenke-Video, okay? Soll ich sagen so, das Video hat gut Aufmerksamkeit bekommen, hat, ich glaube, die 86.000 Klicks, hat die 4.234 Likes, erstmal Dankeschön an die. Und 265 Dislikes, okay, die interessieren mich sowieso nicht, weil ihr gebt ja einen Klick an mein Video so. Dann, wenn ich mal so diese Kommentare durchlese, ne, das gleiche habe ich auch neulich meiner Freundin gekauft bei Teddy für 1,50 €, okay, ne. Sagen wir es mal so, vielleicht kostet es 1,50 €, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie viel das kostet, weil es ja von meinen Zuschauern ist. Nummer 1 ist, die Zuschauer haben es mir gegeben, um es meiner Freundin zu schenken. Und deswegen dachte ich mir mal so, dann mache ich ein Video darüber und schenke es ihr per Video. Und dann schreiben manche Idioten, es kostet doch nur 1,50 €. Ja, was interessiert mich das, wie viel meine Fans mir ausgeben oder sonst was, Mann? Das mit der Geschenke-Sache ist abgehakt. Aber dieser Kommentar hat mich einfach so dolle provoziert, ne? Nicht böse gemeint, aber man verschenkt keine Sachen, die man geschenkt bekommen hat. Lagraffst du es nicht, Junge? Ich habe schon ein Fangeschenk bekommen für mich und ihr, Junge. Es war doch eine Kette, du Vollidiot, Mann. Dann schreibt er noch, und dann am wenigsten, wenn es von einem Fan kommt, der dich liebt und da steht ja auch du und ich. Ey, für uns beide, du und ich, wir beide. Raffst du es nicht, Mann? Also das nächste Kommentar unter unserem Vlog ist, seid irgendwie nicht so ein süßes Paar. Okay, jetzt sage ich jetzt nochmal eine Sache so, ne? So, es ist okay, deine Meinung, du schreibst es unter dem Video, hat auch ein paar Likes bekommen. Ich glaube 30 oder so ist jetzt nicht das, die größte Summe von Likes. Aber Leute, ne? Ich bin nicht in Videos so wie ich in echt zu dir bin, so, weil in Videos erstmal in echt sehen, bevor man das genau kann. Genau so ist es, weil ich bin auf diesen Videos so zu ihr so wie ein Freund und außerhalb Videos bin ich so Freund und Beziehung, weil wir können euch die ganze so die Beziehung hier zeigen, so ihr wollt Unterhaltung sehen und Stimmung und Witz, so, weißt du, ich meine, so man soll ja witzig sein auf die Videos, nicht so die ganze Romantik oder so. Okay, der nächste Kommentar lautet, du redest mit deiner Freundin asozial beziehungsweise immer dieses Junge oder sonst was. Das dient doch zur Unterhaltung da. Hater, Bruder, das dient doch zur Unterhaltung da. Das soll jetzt nicht so sein, dass ich sie jetzt schlage oder so, Alter. Das dient zur Unterhaltung da. Deswegen schimmer deine Eier, Mann. Es schreiben richtig viele, dass er so asi mit mir redet, aber das ist bei uns irgendwie so ganz normal. So, wir reden miteinander so witzig. Das ist witzig, Mann. Wir lachen auch darüber. Wir blamieren uns auch gegenseitig manchmal in der Stadt und so. Das ist so witzig. Man soll nicht immer so eine strenge, enge Beziehung haben, Alter. Was ist los mit euch, Mann? Man soll lieber so eine freie Beziehung haben, die witzig und wie eine beste Freundschaft. Genau so ist es. Ich habe so einen witzigen Kommentar gefunden, Sina, lies mal vor. Ich hasse dich irgendwie, no hate. Alter, was ist das, Mann? Ich hasse dich irgendwie, no hate. Die haben so doll einen Hass auf mich, weil die gönnen mir es einfach nicht. Weil ich ja gerade meine 50k erreicht habe und meine 40k, also meine 30k. Und einfach niemand gönnt mir so. Niemand gönnt mir einfach, aber trotzdem,
ich kenne es mir selber. Ist einfach so. Mein Hashtag Team Ali gilt mir auch immer. Deswegen ist ja alles gut. Der nächste Kommentar lautet: Niemand will Videos mit deiner Freundin, sie ist behindert. So. Auf den so, mich interessiert das Nummer eins nicht, was andere über mich sagen, so mit wem ich Videos drehen soll oder nicht. Mir macht es ja Spaß. Und das Ding ist, richtig viele feiern ja mit ihr Videos, deswegen mache ich auch Videos mit ihr, weil es mir auch Spaß macht. Und dieser Kommentar einfach null Likes. So. Null Likes so. Ich denke mir nur manchmal so, du, das denkst du, Mann, das denkst du. Also an alle Hater, ist mir scheißegal, was ihr über mich denkt, ob ihr mir Dislike gibt, Kritik gibt, das interessiert mich nicht. Weil ihr wisst ja so, ich mache mich gerade darüber lustig. Und das Ding ist, ich habe nicht mal Namen von euch erwähnt, so, weil ich euch keine Aufmerksamkeit geben will. Ich will nur so, was ihr da schreibt, so Aufmerksamkeit geben. Weil mich das einfach gar nicht mehr provoziert. Mich juckt es einfach gar nicht mehr. Am Anfang hat es mich ja gejuckt. Am Anfang hat es mich stark. Jetzt interessiert mich das nicht mehr. Fragt mich warum. Weil ich habe mein Hashtag Team Ali hinter mir. Ich würde sagen, das war's vom Video. Und nicht vergessen, ich bin am Freitag, beziehungsweise es ist schon morgen, genau wenn dieses Video online kommt. Es kommt genau um 12 Uhr online. 3 Stunden später bin ich in Hamburg am Hauptbahnhof, das heißt um 15 Uhr in Hamburg am Hauptbahnhof Fantreffen. Und direkt einen Tag später bin ich in Bremen, ne? Um 16 Uhr am Hauptbahnhof. Ich würde sagen, ich freue mich auf euch alle und ja. Um nichts mehr von mir zu verpassen, folgt mir alle auf Snapchat, da heiße ich Ali Hakim Yanolo. Und auf Instagram heiße ich Ali Hakim _1. Folgt mir da alle, wäre nice. Ich würde sagen, das war's vom Video. Willst du irgendwas sagen? Nein. Haut rein.